Insofern rufe ich jetzt auf die Frage 757 und darf Frau Abgeordnete Waschke das Wort geben. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, wie ist der aktuelle Sachstand zum Interessenbekundungsverfahren für das Grünhof-Areal auf der Wasserkuppe, Herr Boddenberg? Herr Staatsminister Boddenberg, Sie haben das Wort. Schön, dass Sie selber schon schmunzeln müssen, Frau Kollegin. Das ist ja eine relativ wiederkehrende Frage von Ihrer Seite, die völlig in Ordnung ist. Auch andere Kollegen fragen regelmäßig, wie geht's denn weiter? Ich hatte Sie am 12. Juli über den Startschuss zur Konzeptvergabe für das Grünhof-Areal auf der Wasserkuppe informiert. Die angekündigte Marktansprache ist in Form eines Interessenbekundungsverfahrens am 13. Juli planmäßig gestartet. Daraufhin hat sich erfreulicherweise eine Reihe von ernstzunehmenden Interessenten gemeldet. Sicher haben Sie Verständnis dafür, dass ich Ihnen aufgrund der Vertraulichkeit des Verfahrens keine näheren Informationen geben kann. Das Land wird in Kürze in Gespräche mit den Interessenten eintreten, die in einer Ideenphase ihre Konzeptvorschläge vertiefen und vorstellen werden. Vielen Dank. Damit kommen wir zur nächsten Frage. Frau Waschke, Entschuldigung, bitte, Sie haben das Wort. Die Antwort befriedigt mich nicht wirklich, Herr Staatsminister. Ich habe aber trotzdem noch eine Nachfrage. Waren die Belange des Denkmalschutzes Bestandteil des Interessenbekundungsverfahrens? Ich würde Ihnen das gerne, sobald das möglich ist, auch im Ausschuss, im Landtag, wo auch immer, etwas detaillierter beantworten. Ich kann dazu so viel sagen, dass es Gespräche gegeben hat mit dem Landesdenkmalschutz. Wir alle wissen, worüber wir da reden, jedenfalls diejenigen, die das Areal kennen. Das ist sehr, sehr problematisch. Und es ist natürlich auch von unserer Seite vorgeschlagen worden, wie man aus unserer Sicht damit verfahren könnte. Also wir reden über diese berühmte Fliegerhalle. So, da hat es keinen nach unseren Vorstellungen jedenfalls gewünschten Fortschritt gegeben. Das akzeptieren wir selbstverständlich von Seiten der Denkmalschützer. Und insofern gehe ich jetzt mal davon aus, dass diese Problematik Teil des Status quo ist, auf dem die Konzeptvergabe dann praktisch beruht. So, aber das gucke ich mir gerne noch mal im Detail an. Aber im Moment gehe ich mal davon aus, dass es eine Lösung geben muss, auch dafür von Seiten desjenigen, der das ganze Areal am Ende entsprechend nutzen, konzeptieren will, was auch immer. Vielen Dank. Es gibt noch mal eine Nachfrage von Frau Waschke. Ja. Danke schön für die Antwort. Können wir uns darauf vereinbaren, dass wir bilateral ein Gespräch dazu führen? Sie sind derjenige, der zuerst weiß, wann es sich lohnt. Würden Sie auf mich zukommen? Das wäre sehr schön. Der Interessenbekundung sind oder ein beschwägertes Unternehmen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Aber ich würde mir vorstellen, dass ich auf Sie, aber auch Kollegen, beispielsweise der CDU-Fraktion, örtliche Kollegen zugehe, sodass Sie alle zum gleichen Zeitpunkt über den weiteren Fortgang informiert sind. Sie können auch wöchentliche Mails schicken. Die werden dann auch wöchentlich beantwortet. So, prima. Dann sehe ich aber keine weiteren Nachfragen und ich komme zur Frage 758 und darf Frau Dr. Sommer das Wort geben. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, welche Ergebnisse hat der Arbeitsausschuss Bedarfsplanung des gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a SGB V bezüglich der Bedürfnisse Bedarfsplanung Leitfragen zur kinderärztlichen und ärztlichen Versorgung vorgelegt? Vielen Dank. Ich darf zur Beantwortung Herrn Staatsminister Klose das Wort geben. Frau Abgeordnete, die Arbeitsausschüsse sind ja Bestandteile des gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a SGB V, dass dieses Gremium gemäß seiner Geschäftsordnung zur Vorbereitung seiner Stellungnahmen und Empfehlungen bildet. Es bildet, muss es heißen. Und das Gremium selbst überträgt den einzelnen Ausschüssen dann Aufgaben. Die Ausschüsse bereiten die Empfehlungen bzw. Entscheidungen des gemeinsamen Gremiums lediglich vor. Das Gremium hat bisher keine Empfehlung zur kinderärztlichen Versorgung in Hessen beschlossen. Es ist allerdings so, dass Fragen der Bedarfsplanung, wie sie hier angesprochen werden, Kraft gesetzlicher Zuweisung im § 99 SGB V von der Kassenärztlichen Vereinigung, den Landesverbänden der Krankenkassen und vom Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen bei der Aufstellung des Bedarfsplans zu berücksichtigen sind. Es ist also eine Angelegenheit der Selbstverwaltung.
Es gibt eine Nachfrage von Frau Dr. Sommer. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Ich hätte noch mal eine Nachfrage. Wir kennen ja alle die Zahlen. In Hessen kommen 8,4 Kinderärzte auf 100.000 Einwohner und bei den Niedergelassenen sind es 64,9 auf 100.000 Einwohner. Damit sind wir in Hessen ja Schlusslicht bei den Bundesländern. Und deswegen noch mal die Frage, wie Sie antreiben wollen, dass die Versorgung sichergestellt wird, damit wir die fehlenden Ärzte, die es jetzt schon gibt, aber die es in Zukunft noch viel mehr geben wird, wie wir da akquirieren und qualifizieren wollen, beziehungsweise wie die Landesregierung da mithilft und das anstößt, um die Versorgung sicherzustellen. Das Wort hat Staatsminister Klose. Frau Abgeordnete, ich will und muss zunächst noch einmal darauf verweisen, dass die Frage von Arztsitzen, die Besetzung der Arztsitze, die Bedarfserhebung komplett in den Bereich der Selbstverwaltung zu fassen ist und das auch Angelegenheiten sind, die mit der Kassenärztlichen Vereinigung selbstverständlich besprochen werden, allerdings nicht der regulatorischen Hoheit des Landes in irgendeiner Weise unterliegen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Wir haben insgesamt, ich kann die Zahlen, die Sie genannt haben, insofern jetzt weder aus dem Kopf bestätigen noch widerlegen, in verschiedenen Fachgebieten immer wieder auch bestimmte Unterdeckungen. Das betrifft insbesondere die ländlichen Räume. Die Maßnahmen, mit denen die Landesregierung diesen Unterdeckungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten entgegenwirkt, kennen Sie. Wir haben über die Landarztquoten ja beispielsweise gesprochen und über die Frage der fachärztlichen Versorgung sind wir im regelmäßigen Austausch. Wir haben allerdings keine eigenen hoheitlichen Möglichkeiten. Es gibt eine Nachfrage von der Abgeordneten Geis. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Vor dem Hintergrund der Arbeit der KV ist meine Frage an die Landesregierung. Wie beurteilen Sie die Versorgung, die die KV darstellt mit Ihrem Versorgungsplan, den Sie gemacht haben? Wie beurteilen Sie die Qualität dessen, was die KV da an Selbstverwaltung abliefert? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Geis, die Kassenärztliche Vereinigung unterliegt ja den bundesgesetzlichen Bestimmungen. Im Rahmen dieser bewegt sie sich. Dem Land kommt an dieser Stelle eine reine Rechtsaufsicht zu. Sollte es notwendig sein, diese Rechtsaufsicht auszuüben, üben wir sie auch aus. Ansonsten ist die inhaltliche Arbeit der Ausfüllung dieser bundesgesetzlichen Aufgabe durch die KV von mir nicht zu bewerten. Ich bin nicht die Fachaufsicht. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch eine Nachfrage von Frau Dr. Sommer. Ja, vielen Dank nochmal, Herr Minister. Klar, die Bedarfsplanung liegt nicht beim Land Hessen. Das ist so. Sie haben auch schon als einen Baustein die Landarztquote genannt. Aber das Land könnte ja schon mehr tun, wenn wir mehr Köpfe brauchen an Ärzten. Dann brauchen wir mehr Medizinstudienplätze. Deswegen nochmal die Frage, hat das Land vor, die Medizinstudienplätze, die Anzahl zu erhöhen, damit wir tatsächlich die Ärzte ausbilden können, die wir benötigen? Dankeschön. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Dr. Sommer, Sie wissen, dass wir im Rahmen der Einführung der Landarzt- und ÖGD-Quote eine bestimmte Zahl von Studienplätzen für diejenigen reserviert haben, die sich entsprechend verpflichten, im ländlichen Raum beziehungsweise im öffentlichen Gesundheitsdienst nach ihrem Studium dann auch tätig zu sein. Das ist der Einfluss, den wir haben. Ansonsten fällt die Frage der Zahl der Studienplätze, das wissen Sie, weil Sie sowohl gesundheits- als auch hochschulpolitische Sprecherin Ihrer Fraktion sind, nicht in mein Ressort. Insofern kann ich das auch nicht bewerten. Vielen Dank. Mir liegen jetzt keine weiteren Nachfragen vor. Dann kommen wir zur Frage 759 und ich darf Herrn Richter das Wort geben. Wenn Sie bitte kurz drücken würden. Ich darf gerade noch mal die Frage 759 aufrufen. Herr Richter hat das Wort, wenn Sie kurz den Knopf drücken würden.
Vielen Dank. Ich stelle folgende Frage. Wenn 12 von 16 Bundesländern angeben, keinen Platz mehr für weitere Flüchtlinge zu haben, gehört Hessen dann zu den Bundesländern, die dies ausgleichen und mehr Flüchtlinge aufnehmen wollen? Herr Staatsminister Klose, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter, nein, die bundesweite Verteilung sowohl Asylsuchender als auch Geflüchteter aus der Ukraine richtet sich grundsätzlich nach dem Königsteiner Schlüssel. Daran wird weiterhin einvernehmlich festgehalten, ohne eine solidarische bundesweite Verteilung in besonders gelagerten Ausnahmesituationen auszuschließen. Wir kommen dann zur Frage 760 und ich darf Herrn Janke Pürsün das Wort geben. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, hält sie die Prüfberichte der Qualitätsprüfung gemäß § 17 Hessisches Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen in der Auswirkungsverordnung unter § 52 zum HGBP für ausreichend definiert? Herr Staatsminister Klose, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, es handelt sich bei § 17 Hessisches Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen, HGBP, und § 52 der Ausführungsverordnung, HGBPAV, um unterschiedliche Prüfberichte. Die Berichte nach § 17 HGBP beziehen sich auf die behördlichen Regel- und Anlassprüfungen der Prüferinnen und Prüfer der Betreuungs- und Pflegeaufsicht in den Einrichtungen. Die Paragraphen 38 bis 52 der Ausführungsverordnung hingegen beziehen sich auf das Versprechen oder Gewähren von Leistungen nach § 6 Absatz 3 Nummer 2 HGBP. Es handelt sich hierbei um Leistungen im Hinblick auf die Überlassung eines Einrichtungsplatzes, sogenannte Anwärter- und Bewohnerdarlehensverträge. § 52 der Ausführungsverordnung regelt die Prüfberichte, die die Einrichtungsbetreiberin oder der Einrichtungsbetreiber im Rahmen solcher Leistungen von einer geeigneten Prüferin oder einem geeigneten Prüfer, zum Beispiel einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, anfertigen lassen muss. Vielen Dank. Es gibt noch mal eine Nachfrage von Herrn Pürsün. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatsminister, die Bertelsmann-Studie sagt, dass es ja eigentlich vorgeschrieben sei, die Prüfergebnisse zentral zu veröffentlichen, dass dies jedoch nicht umgesetzt werde. Hintergrund könnte doch sein, dass es im Gesetz nicht oder in der Verordnung auch nicht näher geordnet ist, geregelt ist, weil da nur von geeigneter Weise die Rede ist. Was hat denn jetzt Ihre Prüfung im Rahmen dieser Fragestunde ergeben, was die Hintergründe sind und welchen Handlungsbedarf es da gibt? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter, die Prüfung im Rahmen dieser Fragestunde ist gar nicht erfolgt, weil Ihre Frage ja ganz anders gestellt war. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir die Frage der Prüfberichte im Zuge der Evaluation des HGBP, die ja ohnehin im nächsten Jahr ansteht, dann ohnehin mit aufnehmen werden. Vielen Dank. Und es gibt noch eine Nachfrage von Herrn Abgeordneten Pürsün. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatsminister, heißt es dann, dass Sie im Rahmen dieser Prüfung dann auch feststellen werden, dass die Prüfberichte nicht ausreichend definiert sind und dass es da einer Korrektur bedarf? Und Herr Staatsminister, Sie haben erneut das Wort. Herr Abgeordneter, ist das Wesen einer Prüfung, dass ich Ihr Ergebnis nicht vorwegnehme? So, dann liegen mir keine weiteren Fragen vor. Dann kommen wir zur Frage 761. Auch hier darf ich Herrn Abgeordneten Pürsün das Wort geben. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, welche Schlüsse zieht sie aus der jüngsten Publikation, die SARS-CoV-2-Pandemie in Altenpflegeheim, Erkenntnis und Analysen in Frankfurt am Main von März 2020 bis September 2021 der Experten Prof. Dr. Med. Ursel Heudorf et al. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, in der genannten Studie wird die Situation in den alten Pflegeeinrichtungen in der Stadt Frankfurt am Main von März 2020 bis September 2021 beleuchtet. Sie stellt die für diesen Zeitraum im Gesundheitsamt Frankfurt erhobenen Daten der Gesamtbevölkerung denen aus alten Pflegeeinrichtungen gegenüber. Die Studie zeigt auf, dass während der sogenannten ersten Welle wenige Bewohnerinnen und Bewohner der alten Pflegeheime in Frankfurt am Main an Covid-19 erkrankten. In der zweiten Welle konnten jedoch trotz weiterhin umfangreicher Hygiene-, Infektionspräventions- und Kontaktminderungsmaßnahmen aufgrund des zunehmenden Infektionsgeschehens in der Allgemeinbevölkerung auch Eintragung des Virus in die Heime nicht mehr verhindert werden.
Erst mit zunehmender Impfquote der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anfang 2021 konnte das Infektionsgeschehen in den alten Pflegeheimen in Frankfurt deutlich gesenkt werden. Danach kam es nur noch zu einzelnen Einträgen. Ausbrüche traten in der relevanten Zeit nicht mehr auf. Die Studie bestätigt, dass es richtig war, die hessischen Covid-Impfungen im Dezember 2020 und Januar 2021 in den Alten- und Pflegeeinrichtungen zu beginnen, da die dort lebenden Menschen besonders gefährdet waren. Wie wichtig eine Auffrischimpfung ist, belegte auch eine Studie des Instituts für medizinische Virologie unter Leitung von Professorin Sandra Ziesek, die das HMSI 2021 beauftragt hat. Im Rahmen dieser Impf-Care-Studie wurde die Immunantwort von Bewohnerinnen und Bewohnern in Langzeitpflegeeinrichtungen ein halbes Jahr nach ihrer Covid-19-Impfung untersucht. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Antikörperkonzentration zu diesem Zeitpunkt bereits stark abgenommen hatte. 90% der Bewohnerinnen und Bewohner wiesen 5 bis 7 Monate nach der Gabe von 2 Dosen des BioNTech-Impfstoffs keine nachweisbaren neutralisierenden Antikörper mehr gegen die damals vorherrschende Delta-Variante auf. Das in der Studie von Frau Professorin Heudorf ferner angesprochene Nachlassen des Impfschutzes im Zeitverlauf ist bekannt und wird berücksichtigt. Die durch das HMSI in der Hessischen Impfallianz organisierte Ärzte- und Apothekerschaft sowie die kommunale Familie haben zugesagt, sicherzustellen, dass in den alten Pflegeheimen erneut Auffrisch-Impfangebote für alle Bewohnerinnen und Bewohner und das Personal mit den aktuell neu verfügbaren an die Omikron BA.4/5-Varianten angepassten Impfstoffe erfolgen. Entsprechende Auffrisch-Impfangebote wurden bereits in der Vergangenheit sehr erfolgreich praktiziert. Die Impfquoten in den Einrichtungen liegen im bundesweiten Vergleich im oberen Bereich. Insgesamt ist der Schutz durch die Covid-Impfung, insbesondere durch die angepassten Impfstoffe, vor schweren Krankheitsverläufen nach wie vor sehr hoch. Das HMSI steht seit Beginn der Pandemie überdies in einem ständigen Austausch mit den Einrichtungsträgerverbänden, dem öffentlichen Gesundheitsdienst und der Betreuungs- und Pflegeaufsicht im Gremium Pflege. Auch dort werden die angesprochenen Themen diskutiert und gemeinsam Lösungen entwickelt. Das jeweils an die aktuelle Rechts- und Infektionslage angepasste und gemeinsam abgestimmte hessische Schutzkonzept ist ein Beispiel für diese erfolgreiche Zusammenarbeit. Ein wesentlicher Kernpunkt auch der Studie ist die ausreichende Personalausstattung der Pflegeeinrichtungen. Zur Umsetzung des sogenannten Rotgang-Gutachtens wurde mit den Leistungserbringern und Leistungsträgern bereits eine AG-Personalbemessung ins Leben gerufen, die dafür Sorge trägt, dass die damit verbundene bessere Personalausstattung auch in Hessen erfolgreich umgesetzt werden kann. Vielen Dank. Herr Pürsün, Sie haben noch eine Nachfrage. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatsminister, die Gemeinden und die alten Pflegeheime haben ja zu der Zeit nicht im luftleeren Raum agiert, sondern es gab ja ein Landesgesundheitsministerium mit einem Minister, der da auch von dem auch Führung erwartet wurde. Es gab umfangreiche Kritik in dieser Zeit. Glauben Sie, dass Sie aus der Studie nicht auch, aus der Publikation nicht auch Schlüsse ziehen müssen, dass Sie da Fehlentscheidungen getroffen haben, zum Beispiel bezüglich des asymptomatischen Testens in den Heimen oder auch das Überhören des Rufens nach personeller Unterstützung, zum Beispiel fürs Testen in den Einrichtungen? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Pürsün, die Studie, die Sie zum Gegenstand Ihrer Fragestellung gemacht haben, bezieht sich auf die Stadt Frankfurt. Die Entscheidungen, die in Frankfurt getroffen worden sind und die vom Gesundheitsamt dort getroffen worden sind. Ich bin ganz sicher, dass in dieser Zeit auch Fehlentscheidungen auf verschiedenen Ebenen getroffen worden sind. Das ist Teil von Krisenbewältigung im Umgang mit einer neuartigen Herausforderung. Aber das lässt sich nach meiner Kenntnis nicht unmittelbar aus einer Studie ableiten, die sich auf die Geschehnisse in der Stadt Frankfurt bezieht. Vielen Dank. Wir kommen zur Frage 762 und ich darf Frau Abgeordneten Heimer das Wort geben. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, inwieweit erhält die Landesseniorinnenvertretung die notwendigen finanziellen Mittel von der Landesregierung, um ihrer Aufgabe gerecht werden zu können? Herr Staatsminister Klose, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Abgeordnete, die Landesseniorinnenvertretung wird durch das Land mit einer jährlich wiederkehrenden Projektförderung zur Erfüllung ihrer Aufgaben gefördert. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde der LSV HEV eine Zuwendung bis zur Höhe von 24.713,69 € bewilligt für Personalausgaben, sächtliche Verwaltungsausgaben sowie Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte. Vielen Dank. Es gibt eine Nachfrage der Abgeordneten Böhm. Dankeschön für die Antwort. Ich will über die Höhe jetzt nicht weiter sprechen. Aber wie verhält sich denn die zur Verfügungstellung der Mittel? Nach meiner Auskunft wurden die nur in einem so kleinen anteiligen Maße zur Verfügung gestellt, dass damit nicht gewirtschaftet werden kann. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Diese Frage lässt sich sehr einfach beantworten, Frau Böhm, denn die Landesseniorenvertretung hat exakt die Gelder bewilligt bekommen, die sie für dieses Jahr auch beantragt hat. Vielen Dank. Dann komme ich jetzt zur Frage 703. Und, Entschuldigung, nochmal die Bitte, dass die Knöpfe gedrückt werden, weil dann sehen wir das hier direkt im System. Deswegen, Entschuldigung, das habe ich jetzt einfach nicht gesehen. Frau Abgeordnete Alex, Sie haben das Wort für eine neunte Nachfrage. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Macht gar nichts. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, mich zu melden, aber jetzt wurde ich doch durch eine Nachfrage provoziert. Ist es denn richtig, was man aus Reihen der Seniorenvertretung immer wieder hört, dass Genehmigungen zum Beispiel für Fortbildungen langfristig beantragt und begründet werden müssen und dass der bürokratische Aufwand, der damit verbunden ist, für Ehrenamtliche schwer zu erledigen ist? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Liebe Frau Alex, die Landesseniorenvertretung unterliegt in diesen Fragen genau den gleichen Voraussetzungen für die Gewährung von Zuwendungen nach der Landeshaushaltsordnung wie alle anderen Vereine und Verbände auch, die solche Gelder erhalten. Mehr möchte ich jetzt im Moment hier dazu nicht ausführen. Vielen Dank. Dann sind wir jetzt am Ende der Nachfragen angekommen. Und ich rufe Frage 763 auf und darf Frau Abgeordnete Heitz-Sommer das Wort geben. Frau Präsidentin, ich frage die Landesregierung, wann wird sie eine einheitliche Eingangsbesoldung für alle Lehrerinnen und Lehrer nach A13 in Hessen umsetzen? Vielen Dank, Herr Staatsminister Professor Lorz. Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete Heitz-Sommer, dafür gibt es im Moment keine aktuellen Planungen. Die Hessische Landesregierung beobachtet jedoch die Entwicklung der Eingangsbesoldung für Lehrkräfte in den angrenzenden Ländern sehr genau. Es gibt Nachfragen. Ich darf zunächst Herrn Degen das Wort geben. Sie haben das Wort. Besten Dank, Frau Präsidentin. Herr Kultusminister, das bedeutet, dass auch jetzt im vorliegenden Haushaltsplanentwurf für den Doppelhaushalt die nächsten beiden Jahre keine Mittel für eine Anhebung der Grundschullehrkräfte auf A13 vorgesehen sind. Herr Minister, Sie haben das Wort. Herr Kollege Degen, Sie kennen ja den Haushaltsplan. Also nein, in diesem Haushaltsplan sind noch keine Mittel dafür eingestellt. Jetzt gibt es eine weitere Nachfrage von Frau Abgeordnete Heitz-Sommer. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank auch, Herr Staatsminister Dr. Lorz, für die Antwort. In Ihrem Koalitionsvertrag ist die Rede davon, dass Sie A13 für professionelle Grundschullehrkräfte umsetzen wollen in Gesprächen mit Landesregierungen der Nachbarbundesländer. Nun hat Thüringen A13 für Grundschullehrkräfte eingeführt. NRW hat sich auf den Weg gemacht. Auch Bayern hat jetzt angekündigt, A13 umsetzen zu wollen. Deshalb meine Frage, haben die Gespräche stattgefunden und wie stehen Sie zu den Entscheidungen der Nachbarbundesländer? Danke schön. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete, natürlich sind wir ständig im Austausch, insbesondere mit den Kolleginnen und Kollegen aus den angrenzenden Bundesländern. Ich werde allerdings die politischen Entwicklungen, die dort im Gange sind, jetzt nicht bewertend kommentieren. Nun gibt es eine Nachfrage von Herrn Abgeordneten Felstehausen. Sie haben das Wort.
Herr Staatsminister Lorz, würden Sie uns darstellen können, welche Erkenntnisse durch die genaue Beobachtung der angrenzenden Bundesländer zur Bezahlung von A13 denn gewonnen werden konnten von der hessischen Landesregierung? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Felstehausen, wir nehmen wahr, dass in einigen der an uns angrenzenden Nachbarbundesländer entsprechende Diskussionen im Gange sind und sich politische Entwicklungen vollziehen, die sich allerdings mit der bereits genannten Ausnahme Thüringens noch nirgendwo konkretisiert haben. Und die letzte Nachfrage besteht Frau Abgeordnete Heidsommer zu. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Staatsminister Professor Dr. Lorz, planen Sie denn in dieser Legislaturperiode noch A13 für Grundschullehrkräfte einzuführen und sich da auf den Weg zu machen? Und wenn nicht, wo sehen Sie die Grundlagen, gleichwertige Arbeit anders zu besolden? Vielen Dank. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete Heidsommer, Sie wissen, dass es über die Frage der Gleichwertigkeit der verschiedenen Lehrämter auch zwischen den Lehrerverbänden unterschiedliche Meinungen gibt. Auch das werde ich nicht bewerten, kommentieren. Aber ich kann nur noch mal wiederholen, was ich auch schon in meiner Antwort auf Ihre Ursprungsfrage gesagt habe. Es gibt im Moment keine aktuellen Planungen. Aber es ist natürlich interessant zu sehen, was sich möglicherweise insbesondere in den uns benachbarten Bundesländern an weiteren Entwicklungen vollziehen wird. So, mir liegen keine weiteren Nachfragen vor, wären auch gar nicht mehr möglich. Insofern darf ich die Frage 764 aufrufen und darf Herrn Abgeordneten Felstehausen das Wort geben. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, welche Möglichkeit sieht die Landesregierung zur kurzfristigen Reduzierung des Energieverbrauchs in Sporteinrichtungen beim Spitzen-, Profi- und Vereinssport, wenn mittels der rechtlich verbindlichen Regelung die Nutzung von Rasenheizungen oder Flutlichtanlagen bei Fußballspielen und anderen Sportveranstaltungen während der Zeit der Energiekrise zu untersagen sind, obwohl der Wettkampfbetrieb gesichert werden soll, gegebenenfalls durch eine Verlegung von Spielen in den Vormittag oder den frühen Nachmittag? Zur Beantwortung der Frage darf ich das Wort an Herrn Staatssekretär Sauer geben. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter Felstehausen. Der Sport ist, wie die Gesellschaft insgesamt, innerhalb der kurzen Zeit von zwei Krisen stark betroffen. Die erste Bedrohung war und ist die Corona-Pandemie. Diese ist nach wie vor aktuell und gerade jetzt im Herbst wird die Corona-Pandemie wieder stärker in den Alltag der Menschen und auch aller Sporttreibenden rücken. Die zweite Krise ist nunmehr die Energiekrise. Gerade Kinder und Jugendliche haben während der Corona-Pandemie enorm darunter gelitten, nicht mehr zum gemeinsamen Bewegen, Toben und Spielen sich treffen zu können. Neben Fällen von Übergewicht ist auch die Zahl der psychischen Belastungsstörungen dadurch deutlich angestiegen. Mit Folgen für die Gesundheit, die uns noch lange beschäftigen werden und mutmaßlich als Gesellschaft auch viel Geld kosten werden. Deshalb tut die Hessische Landesregierung alles, um die Bewegung von Kindern, Erwachsenen und Senioren zu fördern. Hierfür haben wir gemeinsam mit dem Landessportbund Hessen das Landesprogramm Sportland Hessen bewegt aufgelegt. Programm begleitet und unterstützt die Hessinnen und Hessen, sich mehr zu bewegen und sich gesünder zu ernähren, um möglichst lange gesund und selbstständig zu bleiben. Nie war die Umsetzung des Landesprogramms so wichtig wie in diesen Zeiten. Einschränkungen oder gar Untersagungen sind daher im Bereich des Sports keine Option mehr. Dies gilt auch für den Vorschlag, Sportveranstaltungen und Fußballspiele in die Vormittage und frühe Nachmittage zu verlegen und damit bestimmte Zeiten zu untersagen. Dem steht zunächst entgegen, dass vormittags und am frühen Nachmittag die Schüler in der Schule sind, wodurch die meisten Sportstätten durch den Schulsport in Anspruch genommen werden. Es ist außerdem gar nicht möglich, die ca. 7.500 hessischen Vereine mit ihren rund 2 Millionen Mitgliedern dazu zu bringen, ihren kompletten Rahmenterminkalender kurzfristig über Bord zu werfen und sich mit sämtlichen Kommunen und Schulträgern über einen Spielbetrieb am Tag auseinanderzusetzen. Außerdem gilt es, Folgendes zu bedenken: Der Sport ist in Deutschland autonom, er regelt seine Angelegenheiten in eigener Zuständigkeit und er tut dies mit großer Verantwortung. Bereits im Juli hat der Deutsche Olympische Sportbund ein mehrseitiges Empfehlungspapier vorgelegt, wie die beinahe 30 Millionen Vereinssportler in Deutschland weniger Energie verbrauchen können.
Darin sind optimale Ausnutzungen der Sportstätten ebenso vorgesehen wie das Absenken von Innenraumtemperaturen in Sportstätten und das Absenken der Wassertemperatur in den Sport- und Leerschwimmbecken. Diese Maßnahmen haben die einhelligen Zustimmungen der Hessischen Landesregierung und darüber hinaus auch aller anderen Länder erfahren. Bereits im August hat die Sportministerkonferenz der Länder daher einen umfassenden Beschluss gefasst, den Sport bei der Bewältigung der Energiekrise zu unterstützen. Und auf ihrer Herbsttagung im November werden die Sportminister der Länder sich mit diesem Thema selbstverständlich erneut beschäftigen. Dann wird man bereits absehen können, welche Schritte schon in die richtige Richtung gehen und an welcher Stelle eventuell noch Nachholbedarf besteht. Auch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport arbeitet selbstverständlich bereits an ganz konkreten Vorschlägen, wie die Sportvereine und damit der Vereinssport mit seinem Wettkampfbetrieb im Angesicht der Energiekrise unterstützt werden können. Der Sport besitzt in Hessen Verfassungsrang und die Landesregierung wird gerade im Angesicht dieser Krise alles tun, damit der Sport seine überragende Wirkung auf die Gesellschaft auch weiterhin entfalten kann. Dankeschön. Vielen Dank. Es gibt eine Nachfrage des Fragestellers. Herr Abgeordneter Felzhausen, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Worterteilung. Könnten Sie uns denn dann mitteilen, welche konkreten und verbindlichen Zusagen die hessischen Sportvereine bis heute von der hessischen Landesregierung erhalten haben, um ihren Auftrag, Sport sicherzustellen mit Verfassungsrang, auch tatsächlich hinsichtlich oder in Angesicht der Energiekrise über den Winter auch anbieten zu können? Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Konkrete Maßnahmen kann ich Ihnen hierzu noch nicht nennen. Die steht hier noch in der Abstimmung. Wie gesagt, wir versuchen auch hier länderübergreifend Konsens herzustellen, denn in der zurückliegenden Pandemie war es vor allem der Widerspruch der Lösungen, die den Sportbetrieb dann sehr erschwert hat. Und uns ist es wichtig, dass wir uns solidarisch gegenüber dem Sport erklären, auch gerade aufgrund der Verfassung, und dass wir vor allem unterstützen hinsichtlich der weiteren Offenhaltung von Sportstätten, dass die im Rahmen ob Energie oder auch Flucht nicht weiter belastet werden. Vielen Dank. Mir liegen keine weiteren Fragen vor. Damit kommen wir zum Ende der Fragestunde.